Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen Sonntagmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Leider erst heute wieder, es ist doch nicht ganz so geklappt mit dem Hochladen, dass das Ganze hier am Samstag schon hätte rauskommen können. Deswegen vertone ich hier ganz kurz mal eben die Folge, die ich für Samstag aufgenommen hatte, mal ein wenig nach jetzt gerade. Deswegen habt ihr jetzt hier so einen komischen O-Ton, vielleicht hört sich das im Video meine Stimme anders an als hier und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Der Grund, warum ich das Ganze hier mal ganz kurz übertöne, ist, weil das das erste Video ist, was jetzt quasi von mir wieder rauskommt nach 3 Tagen und ich mal ganz kurz eben ein klitzekleines Wörtchen loswerden möchte und nach meiner Meinung vielleicht auch muss. Und zwar hat vielleicht der ein oder andere das auch schon mitbekommen mit der lieben Christina Grimme oder wie auch immer man den Nachnamen ausspricht, ich möchte jetzt, oder Grimmi, ich weiß es nicht. Und zwar die US-amerikanische Sängerin oder dieses, wie nennt man es, Gesangstalent, 22 Jahre jung, ist dann bei einer Art Fantreffen oder bei einer Autogrammstunde nach einem ihrer Konzerte in Orlando erschossen worden von irgendeinem, nennen wir es Soziopathen oder was auch immer er für eine psychische Belastung hatte zum jetzigen Stand, weiß man das noch nicht so ganz. Der Grund, warum ich das überhaupt anspreche, ist einfach der Grund, dass ich persönlich mit dieser Art von Musik eigentlich nichts anfangen kann. Das heißt, mit so einer Art ruhigen Musik oder mit so einer Art entspannten, gechillten oder schön gesungenen Musik kann ich meistens eigentlich nichts anfangen. Ich persönlich bin eher ein Fan von Hardstyle und Rawstyle und Hardcore und so weiter und so fort. Aber diese Sängerin, also Christina Grimme, war für mich die einzige Person, die ich mir tatsächlich von dieser Art von Gesang, wo ich mal reingehört habe oder wo es mir Spaß gemacht hat, solcher Art von Musik zuzuhören, was ich sonst nirgendwo konnte oder wo ich meistens eher nicht so viel Spaß dran hatte, sagen wir es so. Das heißt, sie war quasi die einzigste Sängerin in diesem, es ist ja kein Genre, wie man das nennt, das ist in dieser Musikrichtung, in diesem Stil, was ich mir anhören konnte oder wo ich mir das anhören konnte, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Und entsprechend bin ich ein wenig auch mitgenommen heute am Samstag, wo ich dieses Video schneide, wo ich das heute Morgen erfahren habe, was da wohl passiert ist in Orlando und entsprechend, ja, wollte ich nur mal ganz kurz, mehr oder weniger, ich weiß, dass es vermutlich keiner sehen wird, weil das hier auf Deutsch ist, aber ich möchte trotzdem mal eben so mehr oder weniger, ja, wie sagt man das, mein Mitgefühl aussprechen an diejenigen, die noch mehr Fans von Christina waren, an die Freunde und natürlich auch an den Bruder, der da zwar versucht hat, beherzt einzugreifen, allerdings zumindest für seine Schwester mehr oder weniger, ja, tatsächlich zu spät eingreifen konnte. Ich denke mal, das wird für ihn auch keine allzu leichte Zeit werden. Und ich wollte jetzt dieses Video nicht wirklich so stimmungstief beginnen. Das heißt, ich habe ja gleich, weil das nachvertont ist hier, sowieso eine etwas andere Stimmung in dem Video als hier, aber dennoch möchte ich wollte ich dazu ganz kurz etwas sagen, weil es mich persönlich halt auch, ja, betroffen gemacht hat in einer gewissen Hinsicht und ich da jetzt nicht einfach so sagen möchte, ja, ist halt passiert und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, ihr verzeiht mir so ein bisschen diesen Stimmungskiller vielleicht am Anfang. Ich weiß nicht, wie viele von euch sie gekannt haben über ihre Musikvideos auf YouTube, zum größten Teil tatsächlich auch. Tja, ist scheiße gelaufen, da war wieder mal einer zu viel und was man da jetzt gegen die Waffengesetze in den USA sagen kann, dass dieser etwas unfreundliche Mensch, möchte ich es jetzt mal ausdrücken, es tatsächlich geschafft hat, 2 Waffen zu diesem Konzert reinzuschmuggeln. Kann man auch sich jetzt die Frage stellen, wer daran jetzt wieder nicht richtig nachgeguckt hat oder wer da nicht richtig kontrolliert hat oder ob da überhaupt irgendeine Kontrolle stattgefunden hat und so weiter und so fort. Aber das möchte ich jetzt gar nicht ansprechen, sondern die ersten 5 Minuten dieses Videos einfach mal so, ja, man kann sagen, Entsetzen aussprechen, auch wenn man das ja mittlerweile, ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist so ein bisschen Alltag geworden, dass man öfter mal diese Meldung kriegt von
berühmten Persönlichkeiten, die auch vor allen Dingen in den USA, Deutsch, meine Damen und Herren, erschossen werden oder durch Waffen ums Leben kommen. Aber naja, das ist ein anderes Thema und das möchte ich jetzt nicht anschneiden. Ich wollte nur mal eben diese ersten paar Minuten des Videos, ja, zum Ausdruck bringen, was ich davon halte oder beziehungsweise was ich gefühlt habe, als ich das mitbekommen habe, weil ich tatsächlich, vielleicht trifft es das Wort Fan nicht richtig, aber ich konnte wirklich viel mit ihrer Musik anfangen. Sie ist unfassbar talentiert gewesen bezüglich Gesang. Ich weiß, das spreche ich jetzt sehr komisch aus, aber ich habe gerade den Satz irgendwie verkaspelt. Na gut, also in dem Sinne, ja, geht's jetzt weiter mit dem originalen Video weiter und ich hoffe, die Stimmung ist nicht allzu sehr im Arsch, aber viel Spaß mit dem Video jetzt. Ciao. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cities Skylines am Samstag. Am Samstag, hoffe ich zumindest, liebe Telekom. Ich hoffe mal, du hast das geschafft, dass ich bis Samstag hier irgendwie hinkriege, diese Folge hochzuladen. Ich hoffe das Beste. Noch ist Freitag, noch nehme ich hier gerade auf, aber na gucken, ob das wieder hinhaut mit dem Internet. Ihr alle kennt die Telekom, das kann schon mal ein bisschen dauern, bis das stimmt oder nicht. Aber egal, soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Mich interessiert vielmehr, ob dieser Flughafen oder diese Flughäfen irgendwann mal anfangen zu laufen. Und mich interessiert genauso gut, was da oben in unserem Industriegebiet los ist, was so richtig schön hässlich die Umwelt hier gerade verschmutzt. Zum Beispiel ist da ein Gebäude, das kann weg. Einige andere Industriebetriebe momentan scheinen da momentan noch Probleme zu haben, Mitarbeiter zu finden. Aber das scheint sich jetzt so langsam aber sicher einzufangen. By the way, sieht hier übrigens jede Firma exakt gleich aus. Ich weiß nicht warum, aber guck mal hier. Das sieht auch alles total ähnlich aus, die Kacke. Mann, was ist das denn für ein Alphas-Reichtum? Vor allen Dingen ist das schon die höchste Stufe. Was? Wo ist das denn die höchste Stufe? Das Ding sieht aus wie, weiß ich nicht, was. Das ist fünfmal so groß wie ein 40-Tonner. Was soll das? Ach, keine Ahnung, Spiel. Ah, was soll das? Was willst du machen? Na gut. Okay, so, ich stelle mir jetzt übrigens für heute mal wieder die Frage zu dieser wunderschönen neuen Aufnahmesession für dieses wunderschöne Wochenende, was wir denn zum Teufel, währenddessen ich so sinnlos mit der Kamera durch die Gegend fliege, eigentlich machen wollen in dieser Folge. Wir haben einen Haufen Schiffsverkehr, wir haben einen Haufen Abwasser, wir haben einen Haufen Müll in unserer Stadt, der momentan noch nicht so wirklich effizient weggeht, wenn ich mir das hier so angucke. Und ich sehe gerade, unsere Stadt ist zu 90% tatsächlich zubetoniert, ne? Da ist wirklich wenig Grün noch zwischen den Gebäuden. So, ich hab's wieder mit Deutsch heute. By the way, na gut, ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwie vergessen, mal so eine Verbindung hinzumachen, aber hier gibt es eine Verbindung dahin, das heißt, das ist erstmal relativ egal. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, dass diese Kreuzung, die wir hier gebaut haben, relativ fix ziemlich überflutet wird, aber die, von Verkehr, nicht von Wasser, aber die scheint es bis jetzt doch ganz gut auszuhalten. Also hier ist ja quasi gar nichts los. Der Zebrastreifen hier ist natürlich recht lustig gelungen. Oder eher nicht gelungen. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich das nennen soll. Aber macht ja nichts. Jetzt haben wir hier so eine schöne Busbucht, sehe ich gerade. Von diesem ganzen ausgewiesenen Quatsch. Und wer ist das? Das ist Bradley Jackson. Gut gebildeter junger Erwachsener. Also das Gegenteil von mir. Wohnort, die Lorbeerresistenz, Arbeitsort, Kundendienstdienste. Was? Und reist nach Gigastore mit dem Bus um, weiß ich nicht, nachts oder spätabend oder frühabend. Ich weiß es nicht. Sagen wir mal, es ist 9 Uhr. Ja, es ist gerade 9 Uhr oder 10 Uhr abends, zumindest Sommer, in der Sommerzeit. Und er fährt jetzt mit dem Bus erstmal irgendwo einkaufen. Mache ich auch immer um 10 Uhr. Ist normal. Ist alles normal. Aber gut, okay. Also, mir fällt gerade was ein, wo ich hier unten unsere ganzen Baumallee-Gedönse sehe, dass ich ja eigentlich versprochen hatte, dass ich da oben das Gebäude abreiße. Nein, dass ich eigentlich versprochen hatte, dass ich hier mal diese ganzen Bäume außerhalb der Aufnahme pflanze, die wir ja hier hinmachen wollten, quasi als so, als so Art Lärm- und Sichtschutzwand zwischen Wohngebiet und Industriegebiet. Allerdings habe ich das bis jetzt wohl verplant. Das heißt, das werde ich dann irgendwann mal nach dieser Aufnahme machen. Vielleicht nach dieser Folge, vielleicht nach nächster Folge, ich weiß es nicht so ganz. Wir werden mal gucken. Und ich hoffe gerade, ehrlich gesagt, wirklich, dass das bis
sag mal, dass das klappt, dass ich das hier heute, also nicht heute, sondern für euch heute, also am Samstag rausgehauen habe. Oder dass das geklappt hat, dass ich diese Folge, genauso wie Prison Architect, am Samstag hochgeladen habe. Genauso wie ich hoffe, dass ich auch YouTubers Live am Samstag hochgeladen gekriegt habe. Also, dass die Telekom fertig geworden ist mit ihrem Quatsch da unten, weil eigentlich wollten die ja heute schon fertig sein, aber bis jetzt habe ich mal noch kein Internet und es ist schon Freitagabend, das heißt, es ist so ein bisschen kritisch gerade, ob das klappt morgen oder ob das nicht klappt. Ich hoffe, dass es klappt, ansonsten wird es peinlich für mich, weil ich dann in den ganzen Folgen, jetzt heute habe ich gerade die Folge angefangen mit City Skylines am Samstag und jetzt kommt die Folge am Sonntag oder am Montag, nein, ich hoffe nicht, dass sie am Montag rauskommt, raus und dann ist alles komisch und jeder ist verwirrt und da kommt Flugzeug. Oh mein Gott, da kommt ein Flugzeug, kann ich dich anklicken, landet, Passagiere 24 von 200, scheiß Fluggesellschaft. Was haben wir denn für eine Fluggesellschaft überhaupt? Vor allen Dingen, was ist das für ein Flugzeug? Hier ist ein A380, wa? Ist das ein A380-8, vier Strahltriebwerke, so, jetzt habe ich das deutsche Wort auch dafür hingekriegt. Da landet gerade ein Flugzeug. Können wir so ein Thumbnail machen? Nein, können wir nicht. Das sieht irgendwie scheiße aus, weil die Grafiktexturen in diesem Spiel ja nicht so ganz balle sind. Und da landet... Nee, da hebt das nächste ab. Ey, Jungs, ich muss mal ganz kurz eine Frage stellen. Erstens, was zum Fick ist mit den Passagieren in diesem Flugzeug passiert, als das Ding gerade abgehoben ist? Entweder sie sind jetzt alle am Kotzen oder die liegen aufeinander. Und Option 2, auf die ich hinweisen muss, ist natürlich, wenn ich mir jetzt hier so angucke, was mit diesem Flugzeug abgeht... Wo steigen die Passagiere aus? Ach so, das fährt jetzt hier ans Dock, ja, ans Gate natürlich, meine ich. Das fährt jetzt hier hin. Dann sind da keine... Holt auf die Startbahn Düsenflugzeug, ja, das sehe ich. Aber ich stelle mir gerade die Frage, wenn zwei Flugzeuge, wenn da eins startet und da eins landet, ne? Fliegen die dann durcheinander oder kommen die sich irgendwie näher? Ich weiß es nicht so ganz. Aber gut, das nächste Flugzeug ist Alter, für die Passagiere da drin ist das doch die Hölle. Alter! Was machst du mit meinen Passagieren? Die ersten, die hier unten aussteigen, sind doch direkt am Kotzen, ey. Was soll das denn? Ach, Spiel, was tust du mir an? Egal. So, aber auf jeden Fall sind jetzt hier die ersten 24 Passagiere am Flughafen angekommen. Die werden dann natürlich zum Teil, hier sehen wir es gerade schon, mit dem Bus weiterfahren. Die werden mit dem Auto weiterfahren. Die werden mit der Bahn weiterfahren, mit der U-Bahn weiterfahren. Also hier ist auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Leute vom Bahnhof wieder wegkommen. Und zwar möglichst mit, öffentlichen Verkehrsmitteln, das war das Wort, was ich gesucht hatte, um möglichst zu erreichen, dass wir hier nicht so ein riesen Verkehrsaufkommen haben. Das werden wir uns dann mal angucken. So, ausgezeichnet. Ich habe übrigens mal wieder fleißig Kommentare gelesen und habe mir, übrigens immer der Standardsatz, wenn mir nichts mehr einfällt, was ich gerade sagen sollte, und zwar habe ich ja vor, hier unten quasi hier alles noch zur Stadt zu machen. Und das natürlich hier vorne auch noch zur Stadt zu machen. Und da kam der eine oder andere Kommentar auf, ob ich nicht eventuell mir die Mühe machen... Alter, diese Flugzeuge nerven mich jetzt schon wieder im Ohr. Ob ich mir nicht eventuell die Mühe machen könnte und eines dieser Gebiete... Oder das wird hier unten noch Downtown und das dann nennen wir dann jetzt irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie wir das nennen wollen. Uptown am besten. Das ist Innenstadt, das ist Downtown, das ist Uptown. Obwohl das da oben eigentlich mehr Uptown wäre, aber ist mir egal. Wir gucken mal, wie wir das nennen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, was wollte ich sagen? Achso, ob wir da nicht hier irgendwo diese... Ich guck mal gerade bei Downtown, wie die Richtlinie heißt. Richtlinie. Ich suche dich. Und zwar zur Stadtplanung. Und zwar Hightech-Häuser. Vielleicht machen wir das ja einfach mal im Downtown-Stadtbezirk momentan. Vielleicht, klack, hilft das ja. Und das Verbot für starken Verkehr müssen wir in Downtown natürlich auch reinsetzen. Steuererhöhung für dicht besiedelte Wohngebiete möchte ich ganz gerne auch noch haben. Für dicht besiedelte Gewerbegebiete auch, weil ich bin geldgeil. Hashtag YouTubers live confirmed. Und wir wollen ganz gerne Dienstleistungen. Eventuell ein Rauchverbot, ja, und ein Verteilung von Rauchmeldern Pflicht und einen Bildungsschub und Parks und Erholung und kontrollierter Drogenkonsum, kostenloser Nahverkehr. Ja, und der Rest ist mir eigentlich erstmal relativ egal, weil der Rest läuft ja. Das heißt, ich habe jetzt mal gerade ganz kurz einen Haufen Richtlinien auf diese Stadt hier drauf geballert. In der Hoffnung, dass dadurch quasi ganz, ganz viel in Downtown jetzt gerade expandiert und sich erweitert und sich weiterentwickelt von Häusern her, sodass wir hier quasi hinterher ein schöneres Stadtbild haben. Ich meine natürlich das hier. So, ich wollte schon sagen, geh weg, Qualm. Jetzt entwickeln sich all diese Gebäude weiter in die nächste Höhenstufe. Und jetzt stellt sich mir natürlich gerade die Frage,
Was haben die hier? Sind die auch alle schon auf dieser höchsten Stufe? Die sind tatsächlich auch alle schon auf dieser höchsten Stufe. Das ist interessant. Aber bei unserer Insel haben wir diese Richtlinien auch alle noch nicht. Das heißt, erstmal ist es wichtig für uns, dass wir die Hightech-Häuser-Regelung reinklatschen, dass wir die dicht besiedelten Wohngebiete und Gewerbegebiete besteuern und dass wir die Dienstleistung auch von Rauchmeldern auf Rauchverbot, auf Bildungsschulparks und Erholung, Parks and Recreation, kostenloser Drogenkonsum, what the fuck? Okay, kontrollierter Drogenkonsum, wir sind hier nicht in Holland, kostenloser Nahverkehr. So, Recycling auf der Insel könnten wir eigentlich auch mal machen, weil ich ja nicht immer sicherstellen kann, dass genug Müllwagen über diese eine Brücke hier drüber kommen und das hier quasi mehr oder weniger alles instand setzen. Da haben wir unser pilzisches Haus, da vorne hieß das Feiers Feierbude. Oh, dieser Satz, also dieses Wort, diese Wortkombination ist furchtbar kompliziert, ich kriege das nicht auf die Kette. Da ist Raffs Industriehafen und ansonsten habt ihr mir noch nicht viel weitere Namen gesendet. Falls doch, schreit bitte, dann habe ich das versehentlich einmal im Leben übersehen. Aber es sollte eigentlich nicht vorkommen, weil ich hatte ja genug Zeit, die letzten Tage über Handy, über Mobildatennetz mal ganz gemütlich immer nachzugucken, was ihr für Kommentare so geschrieben habt unter den letzten Videos, die noch rausgekommen sind und entsprechend sollte das alles kein Problem sein. Gut, den Damm hier oben, den Damm. So, das wollte ich sagen. Den Damm hier oben können wir eigentlich stehen lassen, wobei sich mir immer noch die Frage stellt, ob sich der überhaupt lohnt. Ich meine, der macht quasi keinerlei Stromeffizienz. Diese Wasserteile können wir eigentlich auch woanders mal irgendwann wieder hinsetzen. Weil das, was hier unten aus dem Damm momentan rauskommt, ist ja eher peinlich. Da lohnt sich ja quasi die ganzen Brückenkonstruktionen hier oben gar nicht. Weil da kommt ja so wenig Wasser raus momentan, dass da quasi nur die Hälfte von allem in irgendeiner Art und Weise belastet wird momentan. Aber gut, habe ich gesagt, dass das in Ordnung ist. Ha, schön. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass sich hier unten nicht unser Kontostand, sondern dass sich hier auch nicht die Bevölkerung, sondern dass hier unten, dass sie die Nachfrage nach den Gebieten hier ein bisschen weiter erhöht, sodass wir jetzt zum Morgengrauen quasi mal eben einmal was ausprobieren können. Und zwar möchte ich ganz gerne von dort ausgehend einmal nach Dahnestraße ziehen, dann von dort ausgehend einmal nach da eine Straße ziehen und dann natürlich auch nochmal eine Straße von da nach da. Können wir das so machen? Ich mache sie mal eher bis nach da und dann von da nochmal bis nach da. Und dann müssen wir ganz viele Ampeln wieder wegmachen, nämlich einmal die und einmal die. Und dann werden wir das Ganze, was wir jetzt hier oben quasi freigeschaltet haben, mehr oder weniger, mal eben als Wohn- und Handelsgebiet natürlich wieder ausweisen, weil die Nachfrage nach diesen Gebieten momentan da ist und ich ja versuche hier quasi unsere Stadt so Stück für Stück ein klitzekleines bisschen größer zu machen und das ist ja so mehr oder weniger das Ziel, was wir hier haben, dass wir hinterher tatsächlich, wie viel tausend, 85.000? 80.000 Einwohner. Dass wir hinterher 80.000 Einwohner haben, also noch 15.000 mehr als jetzt, womit wir dann hinterher in der Lage sein sollten, oder ich hoffe, dass wir irgendwann in der Lage sind, festzustellen, warum nur da Straßenlaternen geleuchtet haben und da gerade nicht. Und vor allen Dingen, um festzustellen, ob wir hier in irgendeiner Art und Weise, wann wir hier weitere Gebiete kaufen wollen, wie beispielsweise die hier drunter, die ich jetzt ganz dringend mal irgendwann brauche, um hier quasi die Abwasserversorgung sicherzustellen und vor allen Dingen, um hier irgendwo mal einen großen See hinzumachen, der von dem Bach gespeist wird und dann da runter in den Kanal mündet. Ja, das alles ist so mein Ziel, was ich hier so langsam, aber sicher so Stück für Stück versuche. So, was ist denn da oben los? Da haben zwei Leute einen zu geringen Bodenrichtwert neben dem Park. Tut mir leid, dass ihr euch beschwert, dann beschwert ihr euch halt weiter. By the way, finde ich es übrigens relativ interessant, wie viele kleine Häuser hier oben mittlerweile an diesem Berghang dran sind. Ehrlich gesagt finde ich das ja gar nicht mal so hässlich. Jetzt von hier aus betrachtet, guck mal. So, hast du hier oben quasi deine Dachterrasse oder deine normale Terrasse, wie auch immer. Hast du doch eine wundervolle Aussicht eigentlich, oder? Guck mal, jetzt gehe ich mal hier auf die höchste Ebene. Warum nicht? Zu dem Kollegen hier oben. Guck mal, der hat da vorne so seinen Tisch sitzen, hier mit diesem ganzen Picknickgedönse. Und der hat so eine Aussicht, ja? Also, ich meine, was willst du denn viel mehr haben, ne? Das ist doch Premium-Wohnlage. Besser geht doch quasi nicht. By the way, möchte ich übrigens nebenbei mal noch ganz dringend eine Sache machen. Und zwar würde ich unfassbar gerne einen Nicht-Kanal, sondern einen natürlichen Fluss aus diesem Berg hier oben irgendwo rauskommen lassen, der hier vorne quasi weiter runterfließt und dann hier unten in einen Kanal mündet. Und dieser Kanal wird dann quasi hier auf dem kürzesten Wege quasi einmal hier unten ins Meer abgelassen. Das ist noch so ein Bauprojekt, was ich auf jeden Fall vorhabe. Die Frage ist nur, wann fangen wir das an und wann machen wir das?
Es sollte allerdings irgendwann möglich sein. Ich denke mal, das werden wir irgendwann in den Laufen dieser nächsten paar Folgen in Angriff nehmen. So. Das heißt, das sollte kein Problem sein. Weil ich bin ja so ein... Ich war auch als Kind. Als Kind habe ich ja nicht in der Stadt gewohnt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Da habe ich auf dem Land gewohnt. Und da habe ich als Lausbub immer ganz, ganz, ganz viel meine Mutter aufgeregt. Damit, dass ich halt eben immer... wenn nach der Schule oder im Sommer vor allen Dingen, auch in Ferien und so weiter, na klar, immer in den Wald gelaufen bin, ja, mit der guten Hose, wie es immer so schön heißt, und dann erstmal mitten im Wald, wir hatten da so einen kleinen Bach und dann habe ich da mit meinen zwei Freunden, damals hatte ich noch Freunde, einfach in dieser wunderschönen Schlamm- und Matschwelt gespielt und die ganze Zeit Dämme gebaut, aus so Holzbrettern, aus alten, aus was hatten wir denn ja noch alles? Aus Schlamm natürlich, aus Ton, weil wir hatten sehr tonhaltige Erde da oben. Ist schon lustig. Also wir haben tatsächlich ziemlich viel gebaut damals mit Wasser. Und daher ist das hängen geblieben, dass ich hier die ganze Zeit so viel Spaß daran habe, hier diesen gottverdammten Kanal hier ans Laufen zu kriegen und hier die ganze Zeit Kanäle zu bauen. Einfach weil das quasi, als Kind habe ich nichts anderes gemacht. By the way, fällt uns übrigens vielleicht dem ein oder anderen aufmerksamen Zuschauer, fällt vielleicht gerade auf, dass dieser Kanal, obwohl es schon der große Kanal ist, mit der Menge an Abwasser so langsam aber sicher überfordert ist, weil unsere Kläranlagen hier oben, produzieren gerade immer mehr Abwasser, weil unsere Abwasserklärung so langsam aber sicher ihre Kapazitätsmaximum erreicht und wir dummerweise das Problem haben, durch mehr Einwohner natürlich auch mehr Abwasser zu produzieren. Und das Doofe an der Sache ist dann natürlich, dass wir einfach keine Ahnung haben, wohin mehr damit, wenn das Ding hier einmal vollläuft. Klar könnten wir noch einen zweiten Kanal machen, allerdings möchte ich das eher so weit wie möglich in Grenzen halten. So, was ist denn hier los? Guck mal, wie viel Flugverkehr hier übrigens mittlerweile ist. Wenn ich mir unseren Flughafen so angucke, das ist ein engerer Takt als am Frankfurter Flughafen, das will was heißen. Da oben ist übrigens unser Industriegebiet schon sicher wieder gegenseitig selbst am Zerstören. Und vielleicht sollten wir hier oben dieses Industriegebiet, haben wir ja glaube ich auch ausgewiesen, ne? Das Ruhrgebiet, genau. Nach Spezialisierung ausweisen mal eben, auf Richtlinien natürlich. Und zwar möchte ich ganz gerne die Verteilung von Rauchmeldern, die ist Pflicht. Logischerweise, ich hätte ganz gerne auch kostenlosen Nahverkehr, damit die Leute da effizienter hin und her kommen. Und ich hätte natürlich auch eine Steuererhöhung für Gewerbegebiete. Das wäre mir ganz lieb, wobei Gewerbegebiete, macht das überhaupt Sinn? Was ist das denn hier überhaupt? Bürogebäude, Gewerbegebiete, Wohngebiete. Industriegebiet gibt's dabei aber gar nicht. Ach, was ein Quatsch. Ja gut, dann lassen wir das halt eben. Aber wir haben hier auch unsere Kleinigkeiten schon eingestellt. Ich dachte gerade, wir hätten das noch verpennt. Wir haben quasi ohne Ende Richtlinien zur positiven Förderung dieses Gebietes hier. Ich hoffe mal, das hilft was und das scheint zu funktionieren. So, nebenbei bemerkt können wir natürlich hier oben auch schon das nächste Stückchen vom Industriegebiet ausweisen. Klar haben wir momentan tatsächlich auch noch immer zu wenig Leute, die da oben drin arbeiten, aber ich denke mal, das wird sich in naher Zukunft ändern, denn wir haben ja jetzt hier oben diese ganzen Wohngebiete noch ausgewiesen. Wenn ich ganz ehrlich bin, müssten wir uns mal die Frage stellen, ob wir hier hinten in dieser Richtung quasi nicht noch ein Stückchen Wohngebiet hinmachen, um quasi denen hier oben überhaupt genügend Mitarbeiter zur Verfügung stellen zu können. Ich glaube, das wäre ganz praktisch, muss ich sogar ehrlich dazu gestehen sagen. Was weiß ich nicht was. Ich nehme jetzt einfach mal diese Straße. Dann machen wir mal die Straße nochmal nach da. Und dann machen wir von der Straße wieder so eine Kurve nach da. Dann wieder so eine Kurve nach da. Und dann wieder so eine Kurve nach da. Ne, um das möglichst hässlich und kompliziert zu machen. Und dann würde ich ganz gerne mehr oder weniger effizient jetzt hier, sagen wir mal, Straßen zwischenklatschen. Oder nochmal Wohngebiet drin ist. Das ist so gerade mein Ziel an dieser ganzen Sache, weil ich ganz gerne hier mehr Mitarbeiter für unsere Unternehmen hätte. Klar fehlen denen momentan ein Haufen ungebildeter Bürger, das hatten wir ja schon das Prinzip, aber ich möchte jetzt hier nicht den ganzen Leuten ständig die ihr, ja, mehr oder weniger Recht auf Bildung verwehren, weil dann habe ich hinterher nur einen Haufen doofer Leute und das bringt mir nicht so viel. Ich hätte lieber, dass unsere, natürlich hätte ich lieber, dass unsere Bevölkerung möglichst schlau ist, ja. Unsere Bevölkerung ist quasi schlauest auf dieser Erde und dementsprechend brauchen die hier auch entsprechend, können die sich ruhig weiterbilden. Es müssen dann halt mal, Abiturienten mit einem Zweierdurchschnitt müssen dann halt mal in der Gießerei arbeiten. Ich meine, das ist halt so, was willst du machen, ja. Ich habe mir das nicht ausgesucht,
By the way, mit Rechtsklick kann ich das auch wegmachen, sehe ich gerade. Ich bin doof. Ich habe gerade einen Großteil dieses Spiels besser verstanden als vorher. Mit Rechtsklick kann man auch Gebiete löschen. Ach so, gut zu wissen. So, egal. Das habt ihr nicht gesehen, das habt ihr nicht gehört. Alles gut. So, warte mal. Erstmal kommt jetzt von da nach da noch ein Stückchen Straße. Und dann kommt dazwischen jetzt erstmal noch so ein kleines Handelsgebiet. So. Und dann sollte das alles laufen. Strom haben wir mehr als genug momentan. Wir sind nicht mal auf der Hälfte unserer Auslastung. Wenn die Solarkraftwerke arbeiten, die machen 160 Megawatt. Das heißt, selbst wenn die weg sind, sind wir gerade so über die Hälfte drüber an Auslastung vom Stromnetz momentan. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Nebenbei bemerkt, das Haus da vorne nervt mich, aber das muss mal kurz weg. Und mich nervt auch schon wieder, dass diese ganzen Anlagen hier unten schon wieder anfangen, diese Wellen zu produzieren. Ich verstehe es nicht. Warum sind hier solche Wellen? Ich habe immer Angst, dass sie hier mein Gebiet, was weiß ich nicht was. Warum? Da ist nichts, da ist keine, guck mal, da geht das wieder los, das ganze Scheiße. Da ist keine Unebenheit drin, aber trotzdem produziert das Ding hier so 500. Warum? Spiel, warum tust du mir das an? Ich verstehe es nicht. Bin ich zu blöd dafür, oder? Ich glaube aber, das fängt sich jedes Mal wieder, ne? Vielleicht produzieren wir immer diese Wellen, wenn die hier oben eine Auslastungsstufe höher gehen. Weil so langsam aber sicher wird es hier oben eng, sehe ich gerade, weil das läuft hier bald schon auf die Bahnstrecke wieder und dann geht das ganze Dilemma wieder los. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt hier halbwegs in Ordnung geht. Ich weiß, eure Wohnungen werden gerade von Scheiße überschwemmt, aber ich kann es nicht ändern. Weil diese Wasserengine in diesem Spiel hier gerade gar nichts mehr versteht. Aber was willst du machen? So ist das halt. Schön. So, da oben haben wir schon wieder ein verlassenes Gebäude. Ich hasse diese verlassenen... Ich hasse diese Symbole. Ich möchte am liebsten, dass... Hallo? Dass jedes... Also, dass kein einziges Symbol mehr in dieser Stadt quasi über den Häusern drüber ist. Dann bin ich eigentlich der glücklichste Mensch dieser Erde. Dann habe ich sehr viel gewonnen. Auch die Symbole hier oben gehen mir eigentlich auf den Sack, aber die dürfen ruhig da bleiben, weil warum sollten wir hier mehr Müllfahrzeuge ans Laufen bringen und warum sollten wir hier noch mehr Mülldeponien anschalten, wenn wir die gar nicht brauchen momentan? Weil die Müllverbrennungsstatus ist noch vollkommen in Ordnung und das heißt, da sollten wir uns keine Sorgen drum machen müssen, dass das nicht funktioniert. Und deswegen, warum sollte ich da was dran ändern? Gut, so liebe Leute, ich denke mal... ich habe mir noch eine Sache gar nicht überlegt. Nämlich, habe ich mir noch gar nicht überlegt, was mache ich denn eigentlich mit dem Bach hier oben? Wie will ich den denn ins Laufen kriegen? Ich habe da gar kein Wasser da oben. Das ist das Problem. Schade, die Idee ist eigentlich voll gut, aber ich kriege da oben gar kein Wasser hin, ne? Und auch der Wasserspawner, den ich habe, der viel zu viel produziert, by the way, braucht immer einmal erst ein Stückchen Wasser, also damit Küste. Also hier unten kann ich einen Wasserspawner hinbauen, ja, aber da oben nicht. Das ist jetzt so ein bisschen problematisch, weil da oben kriege ich nie im Leben Wasser hin. Das ist das ganze Doofe an der Sache. Wobei, ich würde mich richtig freuen, wenn wir hier so ein Dings hätten, aber wir haben keinen. Das ist leider Gottes das Problem. Oder ich muss noch mal im Steam Workshop nachgucken und googeln und suchen und verzweifelt noch mehr suchen, bis das da irgendwann hinhaut. Aber ich hätte da schon verdammt gerne einen Bach runter. Und dann machen wir, guck mal, ich habe voll die gute Idee. Wir machen hier so einen Bach runter, der stängelt sich dann hier rum, darum. So. Und dann geht er hier quasi so durch das Bürogebiet durch. Das heißt, wir verlieren auch keine Einwohner, wenn wir das machen. Und dann wird dieser Park hier weggerissen und dann kommt statt diesem Park hier so ein See hin. Voll geil eigentlich. Und dann läuft dieser See irgendwann voll und dann schwemmt hier die ganze Stadt über. Eigentlich doch nicht geil. Eigentlich müssten wir ja von hier ausgehend so eine Verbindung zu diesem See dann machen. Aber dann reißen wir zu viel von unserer Stadt ab und das möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir super von diesem Fluss da oben so eine Abzweigung darunter machen, die dann hier quasi hier unten wieder reinführt. Oder wir machen... Genau! Das... Ey, ich habe voll die gute Idee gerade. Wie viele Gebiete können wir nach da oben noch kaufen? Wir haben 1, 2, 3, das heißt, da oben die 2 können wir auch noch kaufen. So, wir machen einfach oberhalb dieser Autobahn hier oben einen großen See hin. Und den lassen wir dann quasi unter der Autobahn her mit einem normalen Fluss, also mit einem selbstgebauten Fluss und keinem Kanal, hier in einen noch irgendwie einen kleineren See oder sowas laufen. Und von da aus dann durch einen ganz normalen Fluss bis hier unten zur Stadtgrenze, die dann hier irgendwann mal verläuft. Und ab da dann durch einen Kanal bis da unten hin irgendwo. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ich denke mal, wir könnten das machen. By the way, sieht man die Wellenverteilung von diesem dämlichen Etwas hier. Nebenbei bemerkt, übrigens auch sehr gut in unserem See. Ich meine, what the fucking hell ist das hier? Ich meine, warum Abwasser? Guck mal, ab hier fängt er an, Wellen zu schlagen. Da ist nichts. Da ändert sich nichts. Es ist die gleiche Kanalstärke, alles.
Ich raff das nicht. Und dann guck mal, diese kleinen Wellen, die kommen sogar hier hinten an der Küste an. Guck mal, von da hinten, da siehst du so eine Flut an Abwasser. In Form von Wellen. Das ist so richtig dumm irgendwie. Ich weiß nicht, warum machst du das schon wieder, Spiel? Ich dachte, wir hätten das gefixt beim letzten Mal. Ich kann jetzt, das Einzige, was ich machen kann, ist nochmal gucken, ob das hier tatsächlich alles der große Kanal ist. Kann ich das hier alles auf einen kleineren Kanal runterstufen? Der da unten sowieso nicht, aber ab hier. Alles großer Kanal. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist alles großer Kanal. Alles großer Kanal. Da kannst du nichts dran machen. Also es ist sehr, sehr komisch. Das muss ich einfach mal sagen, dass hier so immer diese Wellen entstehen. Und die schäumen sich so hoch auf, dass dann hinterher tatsächlich hier unser Gebiet überflutet wird. Und das geht gar nicht. Weil ich kann hier ständig unsere Leute in Scheiße ertrinken lassen. Das ist Quatsch. Mann, Spiel, warum machst du das? Du sollst mich nicht trollen. So ein Quatsch immer, aber... In die Richtung dürfte es theoretisch überlaufen. Im Notfall müssen wir hier hinten tatsächlich sogar diese Flutmauer wegmachen. Oder wartet mal, wenn wir jetzt den Kanal wegreißen würden, ne? Da gäbe es eine Mega-Flutwelle. Aber wir hätten so einen normal natürlichen Fluss verloren. Ne, hätten wir nicht. Wir müssten den auch erst bauen. Ach, Kacke. Wobei, wir könnten den Flusslauf tiefer machen als diesen Kanal gerade, ne? Das heißt, dass die Kapazität größer werden würde. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge mal ganz, ganz viel hier oben uns überlegen, wie wir das machen. In dem Sinne, liebe Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Knapp 20 Minuten haben wir, glaube ich, oder so ein bisschen mehr sogar schon. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Hoffentlich am Sonntag, ansonsten an irgendeinem anderen Tag, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, habt einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.